Haben ein neues Menü gemacht, sehr schön. Ach genau, ich muss auch Bescheid geben. So, eine halbe Sekunde noch. Grüß dich, Benny. Auch mal zu. Sobald es mir wieder besser geht, gehe ich auch wieder ins Gym. Sobald ich auch wieder Geld habe, um mich anzumelden, gehe ich gerne ins Gym. Machen wir mal ausgeglichen. Ausrede, du Monster. Zugriff zulassen. So, wir fangen nochmal komplett von vorne an, deswegen auch das Intro. Ach, weißt du was, den Helm lassen wir weg. Dafür machen wir wenigstens das Haar offen. Heute. Okay, den kenne ich noch nicht. Die kenne ich noch nicht. Ich mache mal erstmal meinen eigenen Charakter. Bin sauer, hey. Hey Hitman, hey Amy, wieso sauer? Einen Moment kurz, ich muss hier gerade ein paar technische Probleme lösen. Was ist denn hier mit der Cam heute? Moment. So, jetzt geht's wieder. Dann hast du heute keinen Schwarz an, wegen deinem Popcorn. Ja, da musst du leider durch. Wieso ist die Kamera so komisch? Ich weiß es nicht. Jetzt flackert das auch hier so komisch. Das ist jetzt ganz neu. Das habe ich doch sonst nicht. Was ist das denn? Hm. Okay, das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Hä? Ist es nicht hell genug? Ah, es ist
zu... Nee, es ist immer noch da. Hä, was ist denn los? Solche Faxen macht das Mistding doch sonst nie. Oder ist das zu hell wegen dem Weiß jetzt? Nee, ist nicht... Der sagt, das ist nicht hell genug, okay. Dann würde ich sagen, setze ich mich ein bisschen weiter runter. Solange, bis ich das technische Problem behoben habe. Ich hoffe zumindest, das Flackern stört jetzt nicht allzu sehr. Egal. Machen wir hier mal weiter. Ich mache mir erstmal einen Menschen. Drachenblütiger. Ah, haben sie das jetzt auch eingenommen? Halborg. Halbling. Drow. Tiefling. Na gut, okay. So, wir spielen Barbaren auch. Soldat. Komm von Start her nicht gleich auf 18, okay? Identität männlich. Das ist schön. Aber ich würde auch gerne ein Mann sein. Oh, danke schön. Mann. Mach doch einen Blondie, eine Emmy. Kann ich gleich machen, einen Moment. Na, so ist in Ordnung. Where to next? Let's hope the locals are. Health. Be wary. It's opened. More of those wretched things. Besser. So, Namen lassen wir, glaube ich, die... Sollen wir die Ziernamen lassen oder geben wir ihnen Kampfnamen? Ich überlege gerade. Ich persönlich mag ja solche Namen am liebsten. Aber ich kann auch damit leben, wenn er keine hat. Körperschmuck. Mach Namen, okay. So, am besten die. So, Körperschmuck machen wir, glaube ich, weg.
Piercing Steel. Ja, machen wir auch weg. Augen. Ja. Das sieht gut aus. Schminkstil. Da ist so ein bisschen Floki, weil wie aus Vikings. Das hätte auch was. Aber nee, wir machen erstmal meinen Charakter so. Wie ich den gerne hätte. Also ein weißes T-Shirt an. Ich habe extra meine Labklamotterie rausgeholt. Ich sitze hier mit meinen Armschienen und meiner Tunika. So, Haarfarbe. Gesichtsbehaarung. Ich finde, die haben sich so gut bei den Haaren Mühe gegeben, aber hier beim Bart sieht das einfach scheiße aus. Jetzt, wo er dichter ist, geht's ja einigermaßen, aber sonst... Da fehlt alles. Das sieht so komisch texturiert aus. Ja, nach Platzhaltertexturen, um ehrlich zu sein. Ich muss auch gleich mal die Musik leiser machen. Ja. Nehmen wir mal einen alten Bart, den ich früher hatte. Dann spielen wir mal Tier. So, jetzt darf ich ein Guardian machen. Oder hat sich Emmy gemeldet? Yeah. So, was für eine Augenfarbe hättest du gerne? Richtig helles Eisblau. Pink. Na, wie meine. Grün-Blau. Oh je, das wird schwieriger. Ich kann dir höchstens so ein dunkles Blau anbieten. Oder sowas. Das ist aber eher grün, glaube ich. So ungefähr. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ja, okay. Das kann ich kurz mal mein Mikro nachrichten. Na, krieg ich's nach unten? Nee, ja. Das hoffe ich, bin ich ein bisschen besser zu hören. Dämpfer reinmachen. Ein bisschen muss ich dämpfen. Okay. Alles klar. Schminkstil. Wir können hier so einen Waschbär-Look verpassen. Ich finde, das hier sieht besser aus. Das oder das. Wir können auch gerne die anderen Sachen mal durchgucken. Hier mit dem Pünktchen unten dran. Der leichte Emo-Stil. Aber wir machen mal kurz die Haare weg, damit wir das besser sehen können. Eyeliner. Also eher so.
So wäre es mit Eyeliner, so ohne Eyeliner. Machen wir das ganz letzte, das hier. Oder das hier. Das vorletzte. Okay. Dann hätten wir das hier im leicht ägyptischen Stil. Okay, dann machen wir mal Emmy die Haare schön. Hässlich. Ja, dann sag mal, welche Haarfarbe hättest du gerne? Blond. Goldblond? Helles Blond. Und Mittelscheitel. Ich muss gleich echt diese Musik leiser machen. Ist das laut, ey. Also ist das Blond hier okay? So ein leichtes Aschblond gerade. Ja, okay. Alles klar. Seitenscheitel. Das mit dem Zopf. Was hast du als erstes angelockt hast? Einen Moment. Nee, das war's nicht. Das war, glaube ich, das hier. Oder? Nee, das war's nicht. Oder das wäre cool auf dem Kopf. Du bist sehr genau. Moment, ich guck mal, ob ich es gerade wiederfinde. Mit den zwei. Hier sind die kleinen Zöpfchen. Weiter hoch, okay. Also das hier ist zum Beispiel das mit den langen Haaren. Dann hätten wir nochmal was hier mit langen Haaren, aber ein bisschen geflochtener. So ein bisschen nordischer Stil mit reingewoben. Das dritte. Das hier. Nein, das hier. Das hier meinte ich. Okay, das. Okay. So, Gesichtsbehaarung. Hättest du gerne ein Bart? Ach komm, so ein kleiner Schnauzer hat doch was. Okay. Dann haben wir Emmy fertig soweit.
Sobald ich kann, werde ich hier erstmal gleich runterdrehen. Spaß ist noch nicht vorbei. Moment. So. Einen Moment kurz. So, soll ich noch malen? Wenn du willst, kannst du es gerne machen, Amy. Und du, also diese Wächterfigur, ich weiß noch nicht, wann die auftaucht. Ich habe die bisher im Spiel, glaube ich, noch nicht gesehen.
Aber die wird später noch wichtig sein. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen runterschrauben. Für diejenigen, die sich in Dungeons & Dragons Universum nicht auskennen, das hier ist ein Schiff von Gedankenschindern. Das ist eine ganz spezielle, sehr alte Rasse, die regelmäßig unsere die Realität dort angreift. Und wie man gesehen hat, haben die Leute entführt, haben Larven denen in die Augen gesetzt. Das wird sich alles im Spiegel noch zeigen, was das bedeutet. Und diese Drachenreiter haben diese Gedankenschinder, diese Viecher mit den Tentakeln im Gesicht, angegriffen. Und dabei ist das Schiff mehrfach gesprungen, mehrfach geflohen. Und jetzt ist das Schiff in der Hölle gelandet. Also in der sprichwörtlichen Hölle. Ihr werdet gleich, ihr habt es ja gesehen gehabt, da waren einige Imps unterwegs gewesen. Das wird noch wild. Ich müsste aber ganz kurz AFK, ich bin gleich wieder da. Eine halbe Sekunde bitte kurz. This is the pool that thing came from. The parasite now writhing behind your eye. So, auch wichtig für euch. Ich werde das Spiel durchspielen, ohne zwischenzuspeichern. Das heißt, was passiert, wird passieren. Und da wird nicht zurückgesetzt. Das heißt, ich muss mit den Konsequenzen leben. Das heißt, diese Würfelergebnisse hier zum Beispiel, Schwierigkeitsgrad 10, würfel ich drunter, habe ich es nicht geschafft. Fertig. Ich habe drunter gewürfelt. Das heißt, diese Information... Moment. Diese Information werde ich jetzt nicht erhalten. Das wird jetzt öfter passieren im Spiel. Ja, das ist kaputt gegangen. So, hier liegt so einer dieser Gedankenschinde. Ein Blutstein, ein Juwel, alles klar. Schauen wir mal. Ich sehe jetzt aber nicht gerade viel, wo wir noch was hier entdecken können. Ich würde aber gerne die Ausrüstung ändern. Genau. Aber mit zwei Echsen kämpft es sich doch gleich viel schöner. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Hirnglas. Was haben wir hier? We are trapped. Ah. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please, before they return. They return. Ich mach das mal für euch. Ich weiß, was das ist. Aber ne, damit ihr das ganz mitbekommt, sage ich jetzt, mit wem rede ich da? Ein Mann oder ein Gehirn? A newborn. Born new from this husk. You know no creature like this. One that is more brain than person.
Die Clint hätte die Angst. Warum? The enemy. So many enemies. Wie gesagt, ich weiß, was das für ein Vieh ist. Deswegen werde ich jetzt zerstören. Das sind nämlich sehr parasitäre Wesen. Und mit denen will ich nicht befreundet sein. Hier brennt alles, hier ist alles Ausgang. Warum ruckelt das denn so? Rush past a dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Oh, my head. What is this? Kann man den Text unten lesen eigentlich, oder ist das zu klein für euch? You are no thrall. Flakith blesses me this day. Together we might survive. Wer seid ihr? Who am I? Your only chance of survival. Was schlagt ihr vor? First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Geht, okay. Okay, ich habe die Initiative. Dann würde ich sagen, Kampfrausch. Blood follows me everywhere. Ein Vieh ist tot. Ich kann mich aber nicht weiter bewegen. Zu bänden. Und du greifst den an. Okay, danke für den Leck. So, aber das Vieh töten. Swift as my feet can carry me. Ja, ein bisschen helfen. Gut. Ein Moment kurz, ich... Oh! Ich kann das mit Twitch verbinden. Ah! Connect to the game. Das Spiel wurde erfolgreich mit meinem Twitch kombiniert. Okay, das wusste ich nicht. Was ich gucken wollte, war die Schriftgröße. Machen wir beides größer.
So, Tutorial ist beendet, das heißt, wir kriegen hoffentlich jetzt weniger Einblendung. Sehr nett, anscheinend. Trank. Armbrust nehmen wir. Rumsäbel nehmen wir. Gedankenschinde. Schädel brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Nehmen wir. Heiltrank, immer gut. Oh, noch eine Axt. Okay. Bruder Sklave. Hä? Hallo! Einen Moment kurz. Svenja, vielen lieben Dank für deinen Raid. Willkommen. Nee, nächsten Moment. Doch. Oh, noch ein Todesklave. Nach 2 Wochen wieder streamen. Ja, ich hatte gesehen gehabt, dass du streamst, aber erst sehr, sehr, sehr spät. Ich habe wieder keine Benachrichtigungen bekommen. Die Fresse halten. Das ist doch nur ein Kampf. Warum beschwert er sich? Musste erst Sims suchen. Kein Problem. Eigentlich ist Krieg. Durchschnaufen. Ich gehe duschen. Bis dann. Alles klar, Amy. So. Hauptangriff. Endlich trifft sie auch mal was. Make way. Der kann schon mal nicht mehr entkommen. So, muss auch raus wegen OP morgen. Muss ich früh raus. Wir hören uns. Welche OP morgen? Kommst einfach hier rein, sagst was von OP und haust dann wieder ab. Hallo, Anzeige ist raus. Tot. Katze wird doch operiert. Ah, okay. An den Deckel der Kapsel ziehen. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Ich hasse die so sehr. Komm, das reiß ich jetzt auseinander. Bonus plus 3. Komm schon. Jawohl. Alles klar. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a gith with you. You keep dangerous company. Gefährliche Gesellschaft ist genau das, was wir hier brauchen, wenn ihr kämpfen müsst. Ah. Fair point. Verlies, Entschuldigung. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you.
We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Also gut, gehen wir. Ich bin zu. Shadowheart. One moment. Fine. Let us make for the helm. We've wasted enough time already. She's right. Lead on. Dass sie auch gleich hier immer so hetzen müssen, ey. Was habe ich hier? Schockiert. Ah, weil ich den Deckel abgerissen habe. Okay. Oh. Hey. Hey. Du hast dich erwischt. Bleib stehen. Namensänderung neu gemeldet haben. Ah, so, okay. Something the matter. Besides the obvious, that is. I'm right behind you. Kurz verklickt. Sklave, goldene Schlüssel, Krummsäbel. Woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Ich will dieses Vieh töten. Ich hasse diese Viecher. I will not know failure. Sehr gut, ist tot. Ich hasse diese Viecher. Ich bin immer noch so ein bisschen vorgeschädigt von Neverwinter Nights. Da gab es nämlich auch mal ein so ein Vieh und das hat sehr viel Ärger verursacht. So. Ich dachte, die Dinger wären was wert. Schatz nehmen wir noch mit. So, aber den Angriff am Außenbereich gibt es anscheinend nicht mehr. Wir sind nähernd dem Helm. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kenyak. Ich hasse sie. Thank you.
connect the nerves of the transponder. We must escape. Now. Do it. We will deal with the Geich after we escape. This thing's falling fast. Got to right it. Okay. Benutzen wir mal ein bisschen Magie. Idealerweise alles looten, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist. Another fight. Let's go. Fall by my hand. So komisch, ich verstehe nicht warum. Fernkampfangriff versuchen. Okay, diesmal haben wir keine Chance gegen den. Ich mach mal, was das Spiel von mir verlangt. Is all that matters. On the move. Tut mir leid, wenn das momentan so leicht am Laggen ist. Ich verstehe nicht, warum. Der ist gleich tot. Ja, das macht er auch nicht mehr lange. Tot. My path be true. Nee, jetzt ist es vorbei. Aua. Schaffen immer den Rettungswurf. So much for peace. No time for mercy. Die sind tot. Kopplung erreicht. Szene vorbei. The Hell's Alien Transponder. You made it in time. Thank you.
das? Meine Armschienen weiter. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Erstmal orientieren. Chaos of the crash site confuses the landscape. You'll need to find a settlement or landmark, and you'll need to do it quickly. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Kann ich irgendwo diese Hilfestellung bitte mal auf ihr beenden? Beziehungsweise ich wüsste echt gerne, warum das ganze Spiel so am Ruckeln und Zuckeln immer wieder ist. Machen das mal ein bisschen niedriger. Davon habe ich jetzt leider zu wenig Ahnung, als dass ich was machen könnte. Tutorial aus, danke. Okay. Never wanted the easy path. Hm.
Ah, da ist sie wieder. Wir wecken sie auf. You're alive. I'm alive. How is this possible? Das ist eine gute Frage. Ich hatte gehofft, dass ihr das wisst. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Ich frag mal nach der. You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Habt ihr eine Ahnung, wo wir sind? No. I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first. We need supplies, shelter, and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Boah, jetzt geht das mit dem Licht aber gerade richtig ab. Dann würde ich ganz kurz die Webcam ausmachen. Und dann beim nächsten Mal das wieder aktivieren. Aber dieses Flirren geht mir gerade voll auf die Nerven. Und ich würde gerne das hier auch auf YouTube hochladen. Deswegen, ja. Gucke ich gerade mal. Beziehungsweise beim nächsten Mal gucke ich dann. Wir, ihr wollt zusammenbleiben. Ja. We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Na schön, brechen wir auf. One thing. Just before we go. I wanted to thank you again. For freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod. But you didn't. I'll remember that. Lead the way. So. Was geht jetzt ab? Ah! Aufstieg. Das selber noch mit meinem Baban. Klassenmerkmale. Sinn für Gefahr. Du spürst, wenn die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Du bist ein Geschicklichkeitsrettungswürfen gegen Fallen, Zauber und Oberflächen im Vorteil. Du darfst allerdings nicht blind oder kampfunfähig sein. Ja, das kriege ich hin. Mit dem Brief. Ein paar Vorräte kann man schnappen.